Brains! Ja, huhu, hier wieder beim Koali und bei Plants vs. Zombies Garden Warfare. Und ich fühlte mich genötigt, mit dem All-Star zu spielen. Spiele ich in letzter Zeit ja öfter. Heute wollte ich eigentlich Ingenieur spielen, aber die Lobby ist voll mit Ingenieuren und Fußsoldaten. Und auch mit Wissenschaftlern. Und es fehlt ein guter All-Star. Und deswegen bin ich die letzte Hoffnung. Ja, Betonung auf Hoffnung. Ja. Schauen wir mal, ob wir die Pflanzen hier ein bisschen einfrieren können. Kadenz der Schüsse ist ja eigentlich groß genug, dass man das mal beigetackelt. Dann können wir die Gifterbse hier einfrieren. Können wir. Sehr schön. Die schießt aber noch irgendwas anderes gerade. Ah, okay. Nee, das war unser Wissenschaftler. Der könnte jetzt eigentlich mal hier so eine Heilstation mal einbiegen lassen. Das wär's doch mal. So, der erste Garten ist schon eingenommen. Da sind schon auch wieder die Schnapper unterwegs. Na gut, den lassen wir jetzt mal. Da kümmern sich schon andere drum. Und da oben steht noch ein Kaktus. Einfrieren! Okay, nee, der hat uns erwischt. Der ist mal gut getarnt gewesen. War auch, glaube ich, ein Tarnkaktus, wenn ich das richtig gesehen habe. Mal sehen, ob den da oben schon jemand wegholt. Da liegt der immer noch. So, und jetzt haben wir ihm eine Vorlage gegeben. Eine Sperrfeuervorlage. Sehr schön. Jetzt ist natürlich die Heilung da. Jetzt, wo ich keine brauche. Die Heilung ist immer zum schlechten Zeitpunkt da. Und jetzt gibt es auch einen anderen All-Star. Ah, hätte ich doch Ingenieur spielen können. Könnt ihr euch denn nicht einmal vernünftig entscheiden? So, kommt mal. Hallo. Einfrieren. Gut, sehr gut. Verbündete gerettet. So, was machen doch nur noch All-Stars? Und ein Erzfeind bezwungen. So muss das sein. So geht das hier ab. Hier armlose Topfpflanzen erlegen. Nochmal schön hier Schilde, bis mein Wichtkick fertig ist. Und habe ich was erledigt damit? Nein, ich habe. Oh, warum habe ich denn nichts damit erledigt? Da kamen drei oder vier Pflanzen gerade um die Ecke, wo der Wicht explodiert ist. So ein Ärger. Ich prange das an. So. Hier sind noch mehr All-Stars unterwegs. So. So. Hallo, einnehmen. Hier ist Stachelkraut. Nicht da rein, nicht da rein. Ja, oder Tackeres. Gut. So, den kriege ich aber jetzt. Ah, oder doch nicht. Und, oh, ein Schnapper. Der hat sich angeschlichen. Aber hoffentlich macht ihn das Klo jetzt gleich in den Garten. Der ist ganz schön fix unterwegs, der Hot Rod. Aber wir haben auch diesen Garten eingenommen. So, und auf die Bauf. Auf. Was auch immer diese Aussage bedeutet. Oh, so, Spieler besiegt. So muss das sein. Schnell mal durchgetackelt. Hier holen wir uns noch ein paar Zombies. Die Armee muss größer werden. Auch wenn sie nicht aus ultra kompetitive Zombies besteht. Komm, wir holen uns mal ein bisschen Punkte. Jo, haben wir. Sehr gut. Ein bisschen eingenommen haben wir auch. Und dann sterben wir in den Tod eines jeden All-Stars. Wir gehen einfach drauf. Andale! Ja, andale! So, jetzt gehen wir ein bisschen nach vorne und kicken hier mal ein Licht rein. Einfrieren! Friert den Schnapper ein! Jetzt verdient! Jo! Dann kommt die MG-Achse. Ja, gut. Darf sie. Ich habe wieder ein bisschen eingenommen. Ich habe einen Kill gemacht. Läuft. 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 So, jetzt sprinten wieder nach vorne und hauen wieder hier wieder hin. Und holen uns wieder direkt fast hier. Sehr schön.
Vielleicht können wir hier ein bisschen Sperrfeuer legen. So ein Zombie hier ein bisschen was. Ah, okay, nee, da ist einfach zu viel im Hintergrund. Aber solange wir immer ein bisschen einnehmen und Kills machen, ist mir das in Ordnung. Das finde ich das gut. So, da ist unser Pylon-Zombie wieder. Da hinten ist eine Erbse, die wir einfrieren können. Ah, die hat es aber leider überlebt. Upp. Frisst die Zombies. Ah, der hat das auch überlebt. Das ist ein Ärger. So, da ist er wieder ein vergrabener Schnapper. Ah, den Schnapper hatte ich gerade im Visier und dann kommt da der Manta-Wein. Mantan-Wein? Was auch immer das bedeutet. Und fragt mich von hier. Hart. So. Zombie-Fass-Armee. So, ich weiß gar nicht, ob sich das hier so super lohnt jetzt, hier die ganzen guten Zombies. Wir sind als Team hier jetzt so gut unterwegs. Oben ist irgendwo ein Kaktus. Ist wieder der Hot Rod Schnapper. Alter Erzfeind. Frier ihn doch mal ein. Jawoll. Sehr gut. Jetzt brennen wir. Was nicht so geil ist. Vor allen Dingen, weil wir keine. Ah, da ist eine Heilstation. Sehr gut. Heilstation. Weil wir keine Heilzombies mehr haben. Ich muss mir mal irgendwie Packages besorgen, wo welche drin sind. Die Erbse ist jetzt anders unterwegs, mein Fass-Zombie. Komm hier, ich belebe dich wieder. Bleib bei uns. Hier vorne ist auch direkt eine Heilstation. Aus dem Weg, da kommt. Ah, mein Licht hat mir nichts gebracht. Ein bisschen was einnehmen. Ja, durchtackeln. Multi. Jawohl. So muss das auch sein. Und hier, bleib bei mir. Wir müssen das hier einnehmen. Ah, jetzt schaffe ich noch, dich wieder zu beleben. Jawohl. Perfekt. Und das war sogar eine Herausforderung, die ich hatte. Perfekto. So muss das doch laufen. Ah, da war noch eine Mine, oder was? Witzig. Okay. Kann passieren. So, wir nehmen schon wieder gut ein. Also die Pflanzen verteidigen hier echt nicht besonders gut. Da oben ist wieder mein alter Erzfeind, der Schnapper. Können wir ihn einfrieren? Er gräbt sich. Ah, was soll dieser scheiß Nebel? Jetzt kann ich den Schnapper nicht mehr sehen. Da vorne ist ein Banditenkaktus anscheinend. Oder eine Erbse. Oben ist auf jeden Fall eine Gifterbse. Die hat sie auf mich abgesehen. Ah, das ist, ich glaube, ich werde es nicht mehr in den Garten schaffen. Vielleicht kriegen wir noch einen Kill. Ah, so nicht, Marseille. Nee, so nicht. So nicht. So. Das war ja jetzt nicht so ruhmreich. Auf ein neues. Oh. Den schlechteren. Hallo! Boah, daneben getackelt oder was? Ein alter Erzfeind. Ah, und er schafft es schon wieder mit zu schnappen. Und warum belebt mich denn keiner wieder? Ja gut, weil ein Kaktus steht. Na schön, na schön, na schön, na schön. Nee, ich gehe jetzt hier nicht. Ich finde das irgendwie, wenn der Teleport da unten in diesem Ding drin steht, dann ist es echt nicht so cool. Wir schleichen uns hier mal auf der anderen Seite lang. Und versuchen mal die Pflanzen unvorbereitet zu erwischen. Haben wir mal einen Zeitungszombie hier noch. Da hinten ist schon wieder der Schnapper. Können wir den erwischen? Wir schleichen uns hier mal hinten rum in die Basis der Pflanzen. Gucken, ob wir da einen schönen Wicht platzieren können oder so. Das ist ein
Hallo. Ich gehe an der Mine vorbei. Sehr schön, das ist ein Schnapper. Extra jetzt mal runtergekickt. Erbse, kann man die einfrieren? Ah, können wir nicht. Jumpen. Ah, ich wollte jetzt gerade hier runter jumpen und ein bisschen was einnehmen. Aber nein, es war mir nicht verwehrt. Aber wir haben ja gut Unruhe gemacht hier oben. Besonders diese eine Szene sah cool aus, wo der Kaktus versucht hat, vor unserem Wicht davon zu laufen. Das fand ich lustig. Dieser blöde Kaktus. Jetzt hat er seine Drohne ausgeschickt. Aber die hält nicht lange. Ja, sie verbunkern sich da oben so ein bisschen. Da unten kommt schon wieder der Hot Rod Schnapper. Stirb! Hot Rod Schnapper. So, das müssen wir noch haben hier. Das müssen wir noch haben. So, da haben wir schon wieder eine blöde Gifterbse. Ich kann die ja nicht leiden. Den haben wir auch schön. Feuererbse direkt hinterher, komm. Kaktus auch noch. Jetzt einen schönen Tackle hier durch. Perfekt. Und die Feuererbse muss auch noch mal kommen. Ah, nee. Schade, schade, schade. Aber der Tackle war cool. Und wir haben die Bank erobert. Das ist wichtig. Ja, für einen Zombie ist den Garten erobern sehr gut. So, hier vorne ist, geht wieder die Luzi ab. Hier ist noch ein Kaktus da oben. Aber ich glaube, die Kollegen kümmern sich da schon drum. Hier, hol mal einen Teleporten. Zack. Da oben ist jemand in der MG. Aber so eine weite Reichweite habe ich leider nicht anscheinend. Da hinten ist wieder der Schnapper, den Schnapper. Ich möchte den Schnapper. Ja, er hat schon jemand anders erledigt. Dann holen wir uns ein paar Zombies. Hier, Frauenmantel. Haben wir genug von. Da ist ein Pilz. Der hat da nichts zu suchen. Und Tackle. Oh, und ich wurde geblockt. Habt ihr das gesehen? Von einem Kollegen. Hier ein bisschen Verteidigung. Einnehmen. Kommt die Bohne durch? Nein, kommt nicht durch die Mauer. Sehr gut. Wir nehmen ein. Hallo. Ah, schade. Hat er mich gesehen und hinterrücks erschossen. Ganz schön gemein. So. Aber jetzt mit vollem Leben und vollem Elan. Jetzt wieder. Oh, da ist. Oh, ah, gut. Nee, diesmal belebe ich hier keine. Meine Wichte sind auch nicht mal. Noch nicht so. Waren auch schon mal schöner. So. Nein, da ist eine Bohne, die möchte ich am besten nicht. Basis erobert. Friert die Erbse ein. Gefrorene Erbsen. For the win. Die Erbse hat sich nach oben verkrümelt, aber wir machen uns schon auf den Weg. Erinnert ihr euch an die letzte Aufnahme, die ich hier gemacht habe, wo wir hier auf der Hauptstraße verteidigen mussten als Sonnenblume, glaube ich. Wo hier die unsichtbaren Zombies unsere das Dynamit platziert haben. Komm, ja, das stimmt, der müsste doch sterben jetzt. Ich bin auch gleich hin. Mal sehen, ob wir noch irgendwas reißen können. So. Ah, was war denn da? Wo war der vor allen Dingen? Okay, der Ingenieur hat ihn schon wieder. Komm, jawohl, der belebt mich wieder. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So muss das sein und dann machen wir uns auf den Weg zusammen, der Ingenieur und ich, auf dem Weg zum Dynamit platzieren. Bist du mal blöd. Der hat es sogar überlebt, der ist den Wicht. Wo war der Ingenieur? Wenn man ihn einmal braucht, war er nicht da. Wahrscheinlich hat er einen Teleporter aufgebaut. Nein, hat er auch nicht. Oh oh. Oh oh. Oh, das tat weh. Aber da vorne ist schon eine Heilstation. Und eine Sonnenblume aber auch. Und die Heilstation ist auch schon hin. Hallo. So, Zombies.
wir versuchen uns hier wieder hinten rum reinzuschleichen und ein paar Zombies zu beschwören, mit denen die Pflanzen so ihre Probleme haben werden. Sie haben hier nichts gepflanzt. Hallo? Boah, hier wäre der wichtigste gut gewesen. Aber den hatte ich verschwendet. Der Hot Rod Schnapper. Mein alter Herzblatt. Schade, schade. Und der Teleport steht, das ist gut, aber wir haben nur noch 2 Minuten 30. Das ist echt nicht so viel. Nee. Ich dachte schon, da wäre. Ja, komm hier, das ist Wissenschaftlerarbeit. Ja, bau du ein Schild mitten in den Weg. Genau da muss er hin. Diesmal nicht. Diesmal nicht, du blöder Schnapper. Mehr. Jawoll! So muss es sein. Topfpflanze und dämlicher Schnapper. Aber das hilft uns alles nichts. Wir müssen Dynamit platzieren. Die Pflanzen verteidigen jetzt zumindest den letzten Standpunkt ziemlich gut. Haben sich Zeit gelassen und haben sich gedacht, so, nee, wir wollen eigentlich gar nicht verteidigen. Wir wissen sowieso, dass die Zombies zu blöd sind, hier den ersten Punkt einzunehmen. Oh, der Schnapper. Oh, und gleichzeitig hat es den Ingenieur auch noch erwischt. Das ist echt nicht so gut. Und es war schon fast das erste Dynamit platziert. Habt ihr gesehen, ne? Und wir müssen wieder ein bisschen schnelle Zombies beschwören hier. Eintackeln hier. So. Das musst du überleben. Ah, natürlich überlebt das nicht. Da sind zu viele Erbsen unterwegs. Der hat mich schon 5-mal gekillt, der Kerl. Ganz schön fies, diese Erbsenkanone. Ah, wir haben wenigstens jetzt den ersten. Aber ich glaube, das wird schwer. Jetzt noch 3 Stück in 50 Sekunden. So, welchen haben wir denn noch nicht? Ich finde das immer ein bisschen schwierig hier. So, hier. Und? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Das muss hin drin. Ja! Perfekt. Ich habe einen platziert bekommen. Also nur noch die beiden hinteren. Jawohl. Noch 30 Sekunden vereint. Komm, das ist jetzt beim letzten Mal, wo ich verteidigt habe, ist das auch noch hingehauen. Macht sich einfach jemand unsichtbar und platziert die Dynamitstange. Das wäre übrigens eine coole Fähigkeit für einen Zombie oder von einer Pflanze auch, sich irgendwie kurzzeitig mal unsichtbar machen zu können. Vielleicht gibt es das ja im nächsten Plants vs. Zombies. So, eine Top-Pflanze bezwungen. Boah, die Bohne hat sowas von gesessen. Und die Pflanzen haben gewonnen. Ja. Was macht denn der Wissenschaftler da? Also, naja. Hätte mal, wäre mal nach vorne und hätte geholfen. Aber, naja, so sind sie, die Jugend von heute. Immer nur aufs Tanzen. So. 12.950 Münzen. Perfekto. Läuft. 12, 17 Kills. Ist auch gut. Wir machen einen schönen Glitzerpack auf. Und finden Gipshände. Naja. Goldener Clown. Nee, das sieht scheiße aus. Silbernes Frühlings. Ja, weiß nicht. Eine 2000er Brille. Ja, nicht so geile Sachen. Okay. Bis zum nächsten Mal. Have fun, euer Koali. Tschüss. Now,